Vielen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung, hier vor Ihnen zu sprechen. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, Geist und Seele, C.G. Jung und die psychologische Differenz. Im tiefsten Verstande kennt C.G. Jungs reife Psychologie keine strikte Gegensätzlichkeit, weil die Gegensätze in der Seele vereinigt sind. Sehr wohl jedoch steht Jungs Psychologie selbst in einem Gegensatz, und dies möchte ich in einem ersten Kapitel unter dem Titel »Das Urteil« herausstellen. Solange C.G. Jung mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten befasst war, war seine seelische Energie von ihnen absorbiert. Nachdem aber in den 1950er Jahren die Epoche seiner rastlosen wissenschaftlichen Produktivität zu ihrem Ende gekommen war, also gleichsam am Lebensabend nach vollbrachtem Tagewerk, wurde er frei, auf sein Lebenswerk im Ganzen zurückzublicken und Bilanz zu ziehen. Man möchte kaum glauben, wie vernichtend diese seine Bilanz ausfiel. Ich musste einsehen, schrieb er in einem Brief im November 1960, dass ich unfähig gewesen bin, den Menschen verständlich zu machen, worum es mir geht. Ich bin praktisch allein. Ich bin gescheitert mit meiner Hauptaufgabe. Warum also sollte ich noch länger leben? Am Ende seines Lebens steht das Eingeständnis seines Scheiterns, das seine letzten Jahre überschattet. Nun darf man nicht meinen, dass Jung auf einmal Zweifel an seinen psychologischen Einsichten bekommen hätte. Im Gegenteil, denn in einem anderen Brief aus der Spätzeit lesen wir: Es ist meine feste Überzeugung, dass von jetzt an bis in unbestimmte Zukunft das wahre Problem ein psychologisches sein wird. Zitat Ende. Um wie viel wichtiger wären dann doch seine psychologischen Einsichten? Aber, und hierin genau liegt das von Jung konstatierte Scheitern, er hat, so wie er es sah, nicht vermocht, den Menschen die Augen dafür zu öffnen, worum es seiner Psychologie überhaupt geht. Sein Scheitern folgt somit dem Modell des einsamen Rufers in der Wüste. Deswegen sagte er, ich bin praktisch allein. Entsprechend schrieb er zum Beispiel: Immer wieder frage ich mich, warum es bis heute niemanden gibt, der wenigstens sieht, womit ich ringe. Zitat Ende. Und umgekehrt, bekannt oder gar berühmt zu sein, will wenig sagen, wenn man weiß, dass die, welche meinen Namen im Munde führen, im Grunde genommen keine Ahnung davon haben, worum es geht. Nun beklagte Jung sein Nicht-Verstanden-Werden ausgerechnet zu einer Zeit, in der seine Psychologie wachsende Anerkennung erfuhr. Jung selbst erhielt wichtige Ehrungen, jungsche Ausbildungszentren wurden vielerorts gegründet, die gesammelten Werke auf Deutsch und auf Englisch begannen zu erscheinen, die Bollingen Foundation unterstützte sein Werk, eine International Association of Analytical Psychology entstand, das Journal of Analytical Psychology wurde ins Leben gerufen. Eine Flut von an ihn gerichteten Briefen,
aus aller Welt bezeugte den intensiven Impact, wie man heute sagt, seiner Gedanken. Noch wichtiger vielleicht, Jung hatte eine große Schar von zahlreichen, namhaften Schülern um sich versammelt, teils direkt in Zürich, teils draußen in der weiten Welt. Ich nenne nur stellvertretend für viele Angela Jaffe, Marie-Louise von Franz, Yolande Jacobi, Michael Fordham, Gerhard Adler, James Kirsch, Joseph Henderson. Wie kann Jung trotz all dem sagen, ich bin praktisch allein? Angesichts dieses offensichtlichen Paradoxes könnte man versucht sein, Jungs Idee von seinem Scheitern als eine Altersresignation auf das Konto zunehmender Altersschwäche zu schieben. Aber das wäre eine Ausflucht und als Argumentum ad personam Schofel. Man darf der Aussage Jungs nicht kurzerhand die Rationalität absprechen. Sie verdient vielmehr, in ihrem sachlichen Gehalt ernst genommen zu werden. Jung hat ja keineswegs die wachsende Anhängerschaft übersehen, sondern diese umgekehrt ausdrücklich als irreführend beiseite geschoben. Die Behauptung des Gescheitertseins tritt als schmerzliche Erkenntnis auf. Sie ist als solche eine These über ein objektives Verhältnis. Das Verhältnis zwischen ihm und den anderen und hat die Form eines Urteils. Wobei wir aus Urteil auch die hölderlinsche Etymologie, Urteilung, heraushören dürfen, denn Jungs Urteil reißt eine Kluft auf, eine Kluft zwischen sich und denen, die seinen Namen im Munde führen.1929 hatte Jung einen Aufsatz verfasst mit dem Titel »Der Gegensatz Freud und Jung«. In der späten Einsicht von seinem Scheitern liegt unausdrücklich eine analoge These verborgen, die von dem Gegensatz Jung und seine Anhänger, Jung und die Jungianer. Heißt es doch, es gibt niemanden, der auch nur sieht, womit ich ringe. Die Anhänger haben keine Ahnung davon, worum es geht. Jungs eigentliches Anliegen bleibt seiner Meinung nach schlechterdings unerahnt. Und dieser psychologischen Farbenblindheit auf der einen Seite korrespondiert auf der anderen Seite Jungs Alleinbleiben. Indem Jung seine Anhänger in ein Nicht zurückstößt, nämlich in das Nicht-Verstanden-Haben, stößt er zugleich seine Psychologie erst wahrhaft in ihr eigenes ab. Jungs Urteil erweist sich insofern als eine Instantiierung der psychologischen Differenz, der Differenz zwischen Mensch und Seele, zwischen dem Psychischen und dem Psychologischen, mit der wir uns noch näher befassen werden. Schiller hatte das Verhältnis Wallensteins und seiner Anhänger durch den an Letztere gerichteten Satz bestimmt: Wie er räuspert und wie er spuckt, das habt ihr ihm glücklich abgeguckt. Aber sein Genie, ich meine sein Geist, sich nicht auf der Wachparade erweist.
Das Räuspern und Spucken vertritt das empirisch fassbare Verhalten, dem der nicht fassbare Geist gegenübersteht. Obwohl Jung selber nur von sich, von seiner Unfähigkeit, sich den Menschen verständlich zu machen, redet, liegt natürlich als Kehrseite darin auch, dass die Menschen ihrerseits unfähig waren, ihn zu verstehen. Um die Konsequenz aus Jungs Einsicht in sein Nichtverstandensein zu ziehen, könnte man insofern ganz analog zu Schiller speziell über Jungs Schüler sagen, wie die Psychologie räuspert und wie sie spuckt, das heißt, wie sie als Therapieform und Deutungsinstrument mit all ihren Versatzstücken funktioniert, das haben die, die Jungs Namen im Munde führen, ihr glücklich abgeguckt. Aber das Genie, der Geist der Psychologie und das, worum es geht, sich nicht auf der Wachparade, das heißt im Konsultationszimmer, erweist. Vor dem, worum es geht, stehen sie, mit einem anderen Jung-Zitat gesagt, nicht etwa fassungslos, sondern sind schlechthin immun. Jetzt würden wir natürlich gerne hören, worum es denn inhaltlich geht. Aber die bloße Tatsache, dass es bei Jungs Psychologie überhaupt ein Worum es geht gibt, ist schon das Besondere, das Alleinstellungsmerkmal von Jungs Psychologie und eben dadurch auch das Jung einsam machende. Für die Jungsche Psychologie steht seiner Meinung nach etwas zur Entscheidung. Es geht in ihr um eine Sache. Wenn Jung zum Beispiel Jahrzehnte früher sagte, mein Problem ist das Ringen mit dem gewaltigen Ungeheuer der historischen Vergangenheit, der großen Schlange der Jahrhunderte, der Last des menschlichen Geistes, Zitat Ende, dann sieht man, dass es hier gerade nicht um Personen geht, sondern um eine substanzielle Sache auf der suprapersonalen Ebene der Allgemeinheit. Freuds Psychologie, wie auch alle anderen Psychologien, die im Konsultationszimmer ihren logischen Ort haben, kennen demgegenüber keine Sache in diesem Sinn, kein, worum es geht. Ihrer aller Anliegen ist es allein, einerseits zu ergründen, wie der psychische Apparat im Innersten funktioniert und andererseits die Behebung von psychischen Störungen, die Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, Selbstentwicklung, persönliche Sinnfindung und dergleichen. So wichtig und unentbehrlich all das ist, es ist grundsätzlich personalistisch und rein funktional. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Kapitel, die psychologische Differenz. Wir nehmen unseren Ausgang von folgender Stelle aus Jungs Erinnerungen. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu meinen, ich sähe den Wert der Sexualität nicht. Im Gegenteil, sie spielt in meiner Psychologie eine große Rolle, nämlich als wesentlicher, wenn auch nicht einziger, Ausdruck der psychischen Ganzheit. Es war aber mein Hauptanliegen, über ihre persönliche Bedeutung und die einer biologischen Funktion hinaus ihre geistige Seite und ihren numinosen Sinn zu erforschen und zu erklären. Also das auszudrücken,
wovon Freud fasziniert war, was er aber nicht fassen konnte. Die Schriften, die Psychologie der Übertragung und Mysterium Conjunctionis enthalten meine Gedanken über dieses Thema. Zitat Ende. Und dazu hören wir auch noch aus demselben Kapitel Folgendes. Für Freud bedeutete zwar die Sexualität ein Nominosum, aber in seiner Terminologie und Theorie kommt sie ausschließlich als biologische Funktion zum Ausdruck. Nur die Bewegtheit, mit der er über sie sprach, ließ darauf schließen, dass noch Tieferes in ihm anklang. Letzten Endes wollte er lehren, so wenigstens schien es mir, dass von innen her betrachtet Sexualität auch Geistigkeit umfasse oder Sinn enthalte. Seine konkretistische Terminologie war aber zu eng, um diesem Gedanken Ausdruck zu geben. Zitat Ende. Jung spricht hier lediglich über ein einzelnes konkretes Thema, die Sexualität, sowie über die unterschiedlichen Stellungen, die Freud einerseits und er selbst andererseits dazu beziehen. Aber gleichwohl sind diese Äußerungen von grundsätzlicher Bedeutung. Wie nebenbei wird hier für uns in der Entgegensetzung der beiden Positionen das generelle Prinzip dessen, was die Psychologie konstituiert, exemplifiziert. Welches nämlich gerade dieser Gegensatz selbst ist, die psychologische Differenz. Wir erfahren anhand von diesem einen Beispiel, worum es in der Psychologie geht. Wir wollen dabei den Freud in unserem Zitat nicht objektstufig und buchstäblich nehmen und auf den historischen Freud beziehen, gleich als ob es uns um eine Neuauflage des Schulenstreits zu tun wäre. Wir lesen Freud vielmehr als textinternes Bild und Kontrastfigur, anhand von der es Jung gelingt, die psychologische Differenz anschaulich zu artikulieren. Damit komme ich zum Unterkapitel 2a, von der personzentrierten Psychologie zur Sachwissenschaft. Was sind die entgegengesetzten Positionen? Auf der einen Seite stehen in unserem Text persönliche Bedeutung und biologische Funktion. Auf der anderen Geistigkeit bzw. geistige Seite. Persönliche Bedeutung heißt, dass der das Forschen leitende Gesichtspunkt die Person, der Mensch ist. Hier geht es angesichts eines Themas wie des der Sexualität darum, was dieses Phänomen für die Person bedeutet und wie es aus der Persönlichkeit hervorgeht. Die Person ist das Zentrum, um das sich das Denken hier dreht. Der waltende Standpunkt ist also der des Ich, die Einstellung ist personalistisch. Wenn es demgegenüber nun Jungs Hauptanliegen ist, das zu erforschen, was über diese Seite des Phänomens hinaus liegt, dann muss es sich bei der geistigen Seite um etwas Unpersönliches, Überpersönliches, logisch Allgemeines handeln, um das also, was Jung das objektiv-seelische oder den autonomen Geist nannte. Ob
und was die Sexualität für die Person, für mich oder dich bedeutet, was wir dabei fühlen, wollen oder denken, ist hier primär überhaupt nicht von Belang. Es geht bei der geistigen Seite um Gehalte, um eine Sache, um etwas, das ein eigenes Zentrum ist und um seiner selbst willen da ist. In seinen Visions-Seminars sagte Jung ganz folgerichtig, als er Bildmaterial einer Patientin vorstellte: Ich lasse die persönlichen Einzelheiten absichtlich weg, weil sie mir so wenig bedeuten. Und anderswo: Es führt nirgends hin, wenn man glaubt, die vitale Basis des Menschen sei nur persönlicher Art und somit eine private Affaire scandaleuse. Zerreißt man den Schleier dieser ungesunden und falschen Vorstellung, so gelangt man aus der engen, dumpfen, persönlichen Atmosphäre in den weiten Bereich der kollektiven Psyche und in die Seele der Menschheit. Ende des Zitats. Jung spricht von einer, Zitat, Verschiebung des psychologischen Standpunktes, weil die Psychologie zum Beispiel bei der Literaturbetrachtung nicht mehr vom Dichter als Person, sondern von der autonomen Wirklichkeit redet. Der Akzent des Interesses hat sich auf Letztere verlegt. Zitat Ende. Anlässlich des Themas Wandlung oder Wiedergeburt heißt es: Es soll aber nicht der Mensch selber, so wie er ist, wieder erzeugt und wiedergeboren werden, sondern es ist in erster Linie der Gott, der sich wandelt, und durch ihn nimmt auch der Mensch teil an der Wandlung. Zitat Ende. Schon James Hillman brachte es auf den Punkt, wenn er sagte: The proper study of mankind is man, of psychology, soul. Das heißt, es geht primär nicht um uns. Die Aussagen der Seele gehen, wie Jung sagt, über unsere Köpfe hinweg. Dies ist die eigentliche narzisstische Kränkung der Psychologie, nicht jene banale, die laut Freud darin bestehen soll, dass der Mensch nicht Herr ist im eigenen Haus. Letzteres war ja ein alter Hut und so keineswegs eine Kränkung, denn darum hat die Religion schon immer gewusst. Man denke nur an Römer 7, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wir können die Einsicht, die mit all diesen Negationen, mit dem Zerreißen von Schleiern, den grundsätzlichen Standpunktverschiebungen und so weiter ausgedrückt ist, in den allgemeinen Satz zusammenfassen: Die Psychologie ist eine Sachwissenschaft, nicht eine Wissenschaft von den Menschen und dem, was in ihnen vor sich geht. Das ist etwas, was man sogar schon aus dem frühen Werk Jungs, das in Neuauflage den Titel Symbole der Wandlung erhielt, ersehen kann. Und noch besser aus solchen späteren Schriften wie denen über das Trinitätsdogma, das Wandlungssymbol in der Messe, den philosophischen Baum oder Mysterium Conjunctionis. Zitat:
Die Psychologie behandelt Ideen und geistige Inhalte so, wie zum Beispiel die Zoologie die verschiedenen Tiergattungen behandelt. Zitat Ende. Also, als eigenständige objektive Wirklichkeiten, nicht als unsere Vorstellungen oder Gefühlserlebnisse. Dass Jung eine Entgegensetzung vornimmt, ist offensichtlich. Aber warum heißt dieser Unterschied psychologische Differenz? Der Grund dafür ist einfach: Für die Sphäre der persönlichen Bedeutung und der biologischen Funktionen braucht es keine Psychologie, sofern man unter Psychologie mit Jung eine Psychologie mit Seele versteht. Bei der Sphäre der persönlichen Bedeutung und biologischen Funktionen geht es nämlich um das Verhalten des Organismus und damit um Ethologie als Teil der Humanbiologie. Und so konnte ja auch zum Beispiel Freud als Biologist of the Mind bezeichnet werden. Die Seele, mit Seele hat das nichts zu tun. Es ist rein psychisch, die Psyche des Einzelnen betreffend. Erst wo Geist ist, wo die Phänomene als Geistphänomene aufgefasst werden, beginnt Seele und mit ihr das Psychologische. Ohne dass bereits näher geklärt wäre, was Geist ist, können wir doch schon sagen, Geist ist die Seele der Seele oder ihre innerste Natur. Das Unterkapitel 2b von der emotionalen Ergriffenheit zum ausbuchstabierten Gehalt muss ich übergehen und komme gleich zum abschließenden Kapitel mit der Überschrift drittens Geist. Und zwar zunächst 3a, Verdampfung und Negativität. Die Wendung geistige Seite im Gegensatz zu persönlicher Bedeutung und biologischer Funktion könnte missverstanden werden, als ob es sich bei den kontrastierten Positionen um zwei auf derselben Ebene liegende Seiten handele, sowie rechte und linke Seite. Das Verhältnis zwischen dem Persönlichen und Funktionellen einerseits und der Geistigkeit andererseits ist jedoch eher alchemistisch dem von Wasser und Dampf zu vergleichen oder mit einem ganz anderen Bild dem von Außenseite und Herz oder Seele. So spricht Jung ja auch davon, Zitat, dass von innen her betrachtet, Sexualität auch Geistigkeit umfasse. Woraus folgt, dass das Abheben auf die persönliche Bedeutung und biologische Funktion für ihn eine Betrachtung von außen her ist. Ein verwandtes Missverständnis wäre es, glaubte man in Jungs über das Persönliche und Biologische hinausgehen und sich von ihm zur Geistigkeit abstoßen, eine Verleugnung der Wirklichkeit und Bedeutsamkeit jener ersten Seite zu erkennen. Die eine Seite der psychologischen Differenz, das Psychische, die persönliche Bedeutung, das allzu Menschliche, welches das Hauptthema der praktischen Psychotherapie ist, wird aber nicht etwa verdrängt oder abgespalten, die Beschäftigung damit verboten, sondern nur vom Psychologischen unterschieden. Man darf eben die Arbeit am Psychischen und persönlich Bedeutenden nicht für Psychologie halten,
Die Psychologie hat es einseitig mit der geistigen Seite zu tun, ohne deswegen die andere Seite gering zu achten. Genau dieses doppelte, aber geschiedene, besagt psychologische Differenz. Sie umfasst beide Seiten, weil sie deren Differenz ist. Sie beruht auf der festgehaltenen Einheit. Ich habe schon auf das Verhältnis von Wasser und Dampf hingewiesen. Sie sind dasselbe in zwei verschiedenen Aggregatzuständen. So geht es in Jungs Erörterungen auch nur um ein und dieselbe Sexualität, verallgemeinert um ein und dasselbe Phänomen, welches das eine Mal so, das andere Mal so gesehen werden kann, wobei beide Sehweisen legitim sind. Aber dadurch geschieden sind, dass die zweite Sehweise nur durch das sich abstoßen von der ersten, durch das über sie hinausgehen, überhaupt zustande kommt. So wie der Dampf nur durch die Verdampfung des Wassers entsteht. Jungs Psychologie ist also keine Alternative zur personalistischen Psychoanalyse in dem Sinn, wie die Verhaltenstherapie in der Tat eine Alternative zu allen tiefenpsychologischen Therapien darstellt. Alternativen bestehen unabhängig voneinander. Dampf aber besteht nicht unabhängig von Wasser, die geistige Seite der Sexualität nicht unabhängig von ihrer allzu menschlichen Seite. Der physikalischen Verdampfung oder Destillation entspricht auf psychologischer Ebene die Erinnerung des jeweils zu betrachtenden Phänomens in sich selbst hinein, in seine seelische Tiefe, in seine, nicht unsere Innerlichkeit hinein. Nach diesen Erläuterungen zu Verdampfung und Negativität folgt jetzt unter Kapitel 3b die unverfügbare Entzweiung der Eins. Während der Übergang von Wasser zu Dampf technisch machbar ist, gilt das nicht für den von der Ichhaft gesehenen Sexualität hin zu ihrer Geistigkeit. Die Evaporatio oder absolut negative Erinnerung ist nicht frei verfügbar, nicht einfach leer und erlernbar. Dieser Übergang setzt zusätzlich noch etwas anderes voraus. Dieses andere kommt in den von Jung oft und gern zitierten Versen Nietzsches zum Ausdruck. Wir haben ja heute schon viel von Nietzsche gehört. Da plötzlich, Freundin, wurde eins zu zwei und Zarathustra ging an mir vorbei. Das da plötzlich verweist dabei auf die Unverfügbarkeit. Ob sich für ein Bewusstsein die Eins auf der Objektseite innerhalb ihrer selbst zur Zwei und damit zur psychologischen Differenz öffnet, geschieht ihm oder es geschieht ihm eben nicht. Und wenn es ihm geschieht, dann hat sich die psychologische Differenz auch dem Subjekt mitgeteilt. Es ist eine methodologische Rückung, die nicht willensmäßig herbeigeführt werden kann. Denn sie ist ein seelischer, nicht ein empirischer Akt.
Bei Jung heißt es über Freud hinsichtlich seiner einseitig biologischen Sicht der Sexualität: gegen diese Einseitigkeit Freuds war nichts zu machen. Vielleicht hätte ihm eine eigene innere Erfahrung die Augen öffnen können. Doch womöglich hätte sein Intellekt auch sie auf bloße Sexualität oder Psychosexualität reduziert. Ende des Zitats. Das, was erfahren wird, und sei es die tiefste innere Erfahrung, tut's also nicht. Es kommt vielmehr schon auf den in einem Bewusstsein waltenden Geist, die herrschende Terminologie und Theorie, die Verfasstheit des Intellekts an, ob zum Beispiel die Sexualität von innen her betrachtet werden kann oder ob das Bewusstsein nicht vielleicht von vornherein dagegen schlechthin immun ist. Selbst das bedeutungsschwerste Symbol ist machtlos, wenn es inmitten der durch die moderne Logik der Funktion bestimmten Situation auftritt. Warum ist die psychologische Differenz unverfügbar? Weil nur die eine Seite ihrer positiv faktisch gegeben ist. Die psychologische Differenz ist eben nicht, wie etwa die Differenz zwischen zwei Ländern, eine Differenz zwischen zwei positiv gegebenen Alternativen. Die geistige Seite der psychologischen Differenz gibt es vielmehr schlechterdings nicht, wenn sie sich nicht innerhalb der ersten Seite durch das Aufbrechen der 1 zur 2 selber eröffnet. Ohne die innerhalb eines vorliegenden Phänomens vollzogene Negation und das sich Abstoßen von der positiv-faktischen Perzeption seiner besteht jene Geistigkeit, zu der das Bewusstsein sich doch gerade abstößt, gar nicht. Während Frankreich, unabhängig davon, ob ich von Deutschland aus dorthin aufbreche oder nicht, immer schon besteht. Die geistige Seite besitzt kein positives Sein. Sie darf nicht als etwas immer schon Vorhandenes hypostasiert werden, sondern steht im logischen Status der absoluten Negativität. Das wahrhaft Psychologische ist grundsätzlich bodenlos, weil es im logischen Akt des Sich-Abstoßens zu ihm überhaupt erst jeweils erzeugt werden muss und auch nur so lange besteht, wie ein Bewusstsein sich aktual in der so eröffneten psychologischen Differenz in der 2 zu halten vermag. Erlahmt die Kraft dazu, fällt das Bewusstsein instantan wieder in die in sich verschlossene 1 zurück. Die absolute Negativität macht gerade die Geistigkeit der geistigen Seite aus, im Unterschied zu allem als positiv gegeben konzipierten. Von der Entzweiung der 1 her erklärt sich auch die auf dem Boden der jungschen und alchemistischen Psychologie unvermeidliche Äquivokation, als die das Wort Psychologie auftritt. Die Äquivokation folgt dabei dem alchemistischen Muster von Aurum Nostrum non est aurum vulgi,
Unser Gold ist nicht das Gold der Menge. Also, unsere Psychologie, Psychologie als Seelenlehre im strengen Sinn, ist nicht die Psychologie im Alltagssinn. Das eine Wort Gold, das eine Wort Psychologie treten innerhalb ihrer selbst zu zweien auseinander. Laut Jung ist das Verhältnis des Psychologen zu den seelischen Gehalten analog zu dem Verhältnis des Zoologen zu den Tiergattungen. Wir könnten freilich genauso gut auch sagen, des Botanikers zu den Pflanzen. Am Unterschied zwischen dem Baum der Botanik und dem philosophischen Baum der Psychologie können wir uns die absolute Negativität des Psychologischen ein wenig veranschaulichen. Den philosophischen Baum gibt es gar nicht. Er existiert nicht gegenständlich, sondern ist einzig und allein eine Idee. Und doch ist er nicht nichts, sondern ein reiches Stück seelischer Wirklichkeit. Darin liegt der Widerspruch, als welcher die autonome, objektive Seele ist. Das gibt es nicht. Die absolute Negativität stellt nicht eine Bestreitung der Wirklichkeit dar, sondern beschreibt den logischen Status der Seele, nämlich, dass ihr Charakter ein rein logischer, nicht ontologischer ist. So etwas wie die als Geistigkeit verstandene Sexualität, wie Jung sie in seinen Schriften erörtert, oder so etwas wie der philosophische Baum, sind aus der Perspektive der Eins, das heißt aus der positivistischen Perspektive heraus, Geschwafel, Mystizismus. Das Prädikat Geschwafel ist die positivistische Deutung der tatsächlichen Negativität des Seelischen. Diese abschätzige Interpretation ist keineswegs falsch. So ist es vielmehr in der Tat, wenn man die Dinge positivistisch von außen betrachtet und der Eins verhaftet bleibt. Falsch ist allenfalls nur das Eingehaustsein in der Eins oder die Vermeidung der Zwei, des Widerspruchs. Nun gibt es jedoch auch noch eine andere Form der Eins, bei der allerdings gerade die Zwei simuliert wird. Und das ist der psychologische Aberglaube, der genau umgekehrt an die seelischen Symbole und Archetypen glaubt und sie als tatsächlich, wenn auch hinterweltlich seiende Faktoren nimmt und sie andächtig bestaunt, während Jung sie noch ganz nüchtern erforschen und erklären wollte. Anders als die durchaus aufrichtige Abwertung der geistigen Seite als Geschwafel ist der psychologische Aberglaube Schmu. Während der Positivismus in seiner Schlichtheit den logischen Charakter der absoluten Negativität zu einem positiven Nichts, zur Unwirklichkeit vergegenständigt, aber doch immerhin sieht, versucht der psychologische Aberglaube, gerade die Negativität dadurch auszublenden, dass er die Symbole und Archetypen auf dem festen Boden der Eins als angebliche Positivitäten nimmt, sie aber wegen ihrer Nichtvorhandenheit in eine angestückte Hinterwelt abschiebt. Das ist in der Tat eine Mystifikation. Wenn es heute nicht vielleicht doch eher nur eine gar nicht wirklich ernst gemeinte postmoderne Simulation ist. Die Psychologie
ist weder positivistisch noch abergläubisch. Für sie hat sich zwischen diesen beiden Polen der Boden aufgetan. Das jetzt folgende abschließende Unterkapitel ist betitelt 3c, das Verhältnis und seine Struktur. Weil das Geistige kein unabhängiges empirisches Sein hat, also nichts Ontologisches ist, sondern es als absolute Negativität für sein Entstehen unverzichtbar auf ein Bewusstsein angewiesen ist, in dem sich die Öffnung der Eins zur Zwei vollzogen hat, wird endlich etwas klarer, was Geist ist. Er ist nicht ein mythologisches Wesen, kein geheimnisvoller Strippenzieher hinter der Bühne, nicht ein seiender Bereich, wie das sogenannte kollektive Unbewusste, aber auch nicht ein Organ oder Vermögen in der Psyche des Einzelnen, sondern Geist ist eine begriffliche Struktur, ein Verhältnis. Als ein Verhältnis ist er nicht etwas Seiendes, sondern eben absolut negativ. Wir wollen uns jetzt abschließend, stark abgekürzt, anhand von drei Hauptsätzen Jungs dieses logische Strukturverhältnis ein klein wenig näher bringen. Der erste Hauptsatz lautet: Die Psychologie kann sich in nichts abbilden. Sie kann sich nur in sich selber darstellen und sich selber beschreiben. So mündet die Psychologie unvermeidlicherweise in den psychischen Prozess selber. Sie kann sich von letzterem nicht mehr unterscheiden, sondern wird zu ihm selber. Jede andere Wissenschaft hat ein außerhalb ihrer selbst. Nicht so die Psychologie, deren Objekt das Subjekt aller Wissenschaft überhaupt ist. Zitat Ende. Der Gegenstand der Psychologie ist nichts anderes als das den Gegenstand betrachtende Subjekt. Die Psyche beobachtet sich selber. Dieses uroborische Verhältnis ist das, was wir Geist nennen. Nach Hegel ist Geist die Struktur des Bei-sich-Seins im Anderen. Die Psychologie beginnt erst, wenn das, was auch immer Gegenstand der Untersuchung sein mag, nicht als ein buchstäblich anderes, egal ob da draußen oder in mir konzipiert wird, sondern erkannt wird als eine Selbstreflexion in dem Spiegel des jeweiligen Gegenstandes. Für die Psychologie haben die Bilder und Fantasien der Seele keinen äußeren Referenten, auf den sie verweisen würden. Da die Psychologie kein außerhalb ihrer selbst hat, ist in ihr der Rückweg zum positivistischen, objektivistischen Verständnis des Objekts abgeschnitten. Die Psychologie ist im tiefsten Sinne des Wortes spekulativ. Es ist nicht nur so, dass die Bilder und Fantasien sich selbst genügen, sondern sie meinen auch nur tautegorisch sich selbst. Deswegen sagte Jung über bestimmte, die geistige Seite der Sexualität betreffende Bilder: Der Leser darf sich nicht vorstellen, dass die Psychologie irgendwie in der Lage wäre zu erklären, was höhere Begattung, mithin was Konjunktio und was psychische Schwangerschaft und gar was das Seelenkind ist. Zitat Ende. Ja, der bloße Wunsch nach dem zu fragen, was sie über das hinaus bedeuten,
was sie selbst sagen, wäre schon ein Missverständnis, ein Ausbruch aus der Psychologie. Die Selbstgenügsamkeit und Selbstreferenz der Bilder drückt der zweite Hauptsatz eigens aus. In Mythen und Märchen wie im Traum sagt die Seele über sich selbst aus. Und die Archetypen offenbaren sich in ihrem natürlichen Zusammenspiel als Gestaltung, Umgestaltung des ewigen Sinnes, ewige Unterhaltung. Zitat Ende. Die Selbstreflexion, von der wir gerade gesprochen haben, heißt also nicht, dass wir es wären, die sich im Gegenstand spiegeln. Die Seele spricht nicht über uns, sondern über sich selbst. Sie muss wirklich als autonom begriffen werden. Sie ist objektive Seele. Und das wird verdeutlicht durch den dritten Hauptsatz. Man darf ja nicht vergessen, dass bei jeder psychologischen Erörterung wir nicht über die Psyche aussagen, sondern die Psyche spricht unvermeidlicherweise sich selber aus. Zitat Ende. Für die Psychologie gibt es also nicht nur keinen äußeren Referenten der Bilder, sondern auch keine Substratpersönlichkeit, die jene Bilder oder Fantasien hätte. Kein außerhalb, weder des Objekts noch des Subjekts. An die Stelle der Subjekt-Objekt-Relation ist die Subjekt-Subjekt-Objekt-Relation getreten. Das psychologietreibende Subjekt ist, und zwar methodologisch, nicht etwa empirisch oder existenziell, untergegangen in die Selbstdarstellung der Seele oder, wie es der erste Hauptsatz formuliert hat, in den psychischen Prozess selber. Es ist als das zweite Vorkommen des Wortes Subjekt in dem Ausdruck Subjekt-Subjekt-Objekt-Relation. Es ist nur der Ort, an dem und das Medium, durch das hindurch sich die Seele ausspricht. Der Psychologe als Subjekt 2 hat seinen Standpunkt in der Mitte zwischen der sich selber aussprechenden Seele als Subjekt 1 und den Bildern als Objekt, in denen sie sich ausgesprochen hat. Damit ist präzisiert, was die Forderung Jungs, zum Beispiel die Sexualität, von innen her zu betrachten, wirklich bedeutet. Die Psychologie ist die Disziplin der Innerlichkeit. Ich schließe mit einem Zitat Jungs, mit dem mein Vortrag indirekt wieder in seinen Anfang, der von Jungs Scheitern handelte, zurückmündet. Das Zitat lautet: Mein späteres und, wie mir scheint, bedeutenderes Werk verharrt noch immer unberührt in seiner ursprünglichen Dunkelheit. Ich danke Ihnen.